So, meine Freunde, das würde euch jetzt wundern. Aber der Karton ist schon offen, weil ich mit der Rechnung, die da drin war, meinen Namen geleakt habe. Von daher nochmal auf einen zweiten Versuch. Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid nach unserer Sommerpause. Ich habe es vorhin alles schon mal aufgetrödelt, muss es jetzt nochmal machen. Wir hatten ein bisschen Sommerferien hier. Wir haben jetzt wieder reinbekommen. Wir haben Black Grading da, wir haben AOG Return da, wir haben Women Chrome da, wir haben mehr Mystery Boxen von Pokémon in der Post. Also es geht jetzt wieder richtig los und ich wollte mich bei allen bedanken, die uns die Stange gehalten haben. Und wir starten bei unserer Rückkehr mit unserem Black Grading Service Return. 5 Stück haben wir hingeschickt. Ich habe nach unserem letzten Einsenden mal mit den Jungs von dort geschrieben, habe da ein bisschen Feedback ausgetauscht und die haben sich sehr gefreut über das Video, haben uns dann 2 Gradings auf Haus gegeben und haben auch gemeint, wenn wir mal für ein Giveaway was brauchen, können wir uns bei ihnen melden. Wenn die Community Interesse dran hat, heißt, haut mal ein bisschen in die Tasten, haut mal ein bisschen auf den Daumen nach oben und dann könnt ihr hier vielleicht mal wieder was abstauben, wenn euch die Gradings gefallen. Und das war bei mir eben der Fall. Ich fand die Labels schön, ich fand es schlicht, ich fand es stabil und vor allen Dingen, ich mag den schwarzen Style unglaublich. Und deswegen habe ich meine PC-Karten eingeschickt. Und PC-Karten bedeuten in dem Moment aber auch Money Cards. Also da ist richtig Geld auch dabei und für mich ist das eine Wertfeststellung, für mich ist es eine Wertsteigerung, eine Konservierung der Karten und gleichzeitig bei einem unglaublich coolen, kleinen deutschen Unternehmen mit einem schönen Label. Von daher war es mir das auf jeden Fall wert. 7 Mal sollten wir jetzt was rausholen können. Und jetzt drückt ihr mir bitte einfach die Daumen, dass wir was Geiles ziehen werden. So, auf geht's. Wir starten mit einem Tom Brady. Einfach für mich als Football-Fan war das ein Muss, für mich eine Tom Brady zu graden. Leider nur eine 8,5. Ihr kriegt über den QR-Code hier hinten, ich habe das gecheckt, auf der Seite eine genaue Aufdröselung der verschiedenen Subgrades auf der Website. Also das funktioniert, habe ich getestet. Sehr gut. Ist ein Pressproof von 2019. Letztes Patriots-Jahr. Für mich in meiner PC unverzichtlich und von daher wollte ich den unbedingt haben. Nächstes Label, die Labelfarbe ist Silber bei 8 und 9, bei 10 wird sie Gold, bei einer perfekten 10 wird sie schwarz. Wir haben einen Patrick Mahomes und auch da wird das Label Silber, das heißt auch hier meine 8 oder eine 9. Ich habe noch nie eine 10 gegradet übrigens. Also ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Wir haben eine 8,5 auch nur. Ist ein Base Illusions Refractor und genau wie bei dem Brady. Mich eine Herzenssache, meine Lieblingsspieler, auch wenn es teilweise Szenenspieler sind, einmal in meiner PC stehen zu haben und da habe ich mir die schönsten Sets halt rausgesucht. So, nächster. Wir haben, gehen wir rein ins Argentinien Tops Set, einen Enzo Fernandez und auch da wird Silber. Aber ich bin mal gespannt, ich habe es noch nie geschafft. Ich bin nervös und ich hab festes Vertrauen, aber scheinbar können meine Fußballkarten nur 8,5. Ist aus dem Argentinien Teamset, ist eine Rookie-Karte zu 25, leider nur eine 8,5. Da bin ich auf die Subgrades gespannt, wobei ich jetzt hier oben sehe, ja, da hat er einen Rückgrat dran, schade. Schade, schade, schade. Und weil es so schön ist, haben wir den guten. Oh nee, das ist die Money Cards, eine von den beiden teuersten, die ich eingeschickt habe. Ich befürchte, das wird auch nur Silber werden, weil da habe ich ein, zwei Sachen dran gesehen. Das ist big. Wir haben eine Perfect 10 Diego Maradona Lionel Messi 22 von 49. Das freut mich wie Sau. Also, ich wollte den Enzo schon, aber dass die wirklich jetzt in der perfekten Condition wiederkommt. Mega gut. Finde ich absolut nice. Freut mich und vor allen Dingen für mich ist das ein absolutes
Also eine deiner schönsten Karten in meiner Sammlung, die wollte ich unbedingt auch haben, dass die in der 10 wiederkommt. Da lacht das Herz bei mir, muss ich sagen. Ah, schön. Dann haben wir. Okay, das ist nach vorne nur noch mit Gold weiter. Die waren, also ich muss sagen, alle Karten, die ich hier eingeschickt habe, bis auf den Brady, waren Packfresh. Brady war seit 2019 in meiner Sammlung. Und ich war damals noch Anfänger. Aber auch Enzo und Mahomes waren Packfresh. Aber wir haben eine. Oh, ich dachte, das ist nochmal eine 10. Es ist eine 9,5, die kommt auch im Gold-Label. Meine zweite Enzo. Ich habe einmal die Insert eingeschickt und einmal die Basecard. Und ja, einmal 8,5, einmal 9,5. Damit kann ich definitiv leben. So, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Stück fehlen noch. Es müsste noch einmal eine Argentinien-Teamset-Karte sein. Und die andere habe ich vergessen. Oh ne, die andere ist auch nochmal big. Und zwar, wir haben einmal den Winning Moments von der Weltmeisterschaft, wo sich das Argentinien-Team versammelt hat. Da wird es wieder Silber in einer glatten 9. Die Folie hier auch so einen kleinen Knick. Aber sehen Ihnen die Folien aus? Ach ne, die waren nochmal extra eingepackt in Tüten. Okay. Ja, auch Vitrine. Ne? Teamset, ich habe das gefeiert. Ich habe auch noch verschlossene hier. Vielleicht zu einem besonderen Anlass machen wir mal wieder eine auf. Und die letzte. Bitte spoiler dich nicht selbst, Kollege. Ihr seht, es ist eine Jude Bellingham aus dem BVB Teamset, ohne es zu zeigen. Es ist die 10 von 10. Und jetzt ist die große Frage. Es ist nur eine 9. Die 10 von 10 bei 10 wäre natürlich geil gewesen, aber ich bin zufrieden. Also besonders, dass die. Oh, ich habe die gehegt, ich habe die mit Samthandschuhen aus dem Ding raus. Hey, hör mir auf. Ja. Bin ich super zufrieden. Mahomes hatte ich besser eingeschätzt, den habe ich wirklich direkt aus dem Pack in die Hülle, genau wie alle anderen. Aber 3x 8,5, 2x 9, einmal 9,5, einmal 10 bin ich absolut happy und muss sagen, da gibt es einen neuen Ehrenplatz in meiner Sammlung für den guten Lionel. Tja, was soll ich sagen? Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Und zwar, was haltet ihr davon? Ich finde es immer noch ein super schönes Label, super schönes Case. Ich finde die Quali immer noch sehr hochwertig und ich habe extra verschiedene Arten von Karten getestet. Also eine Basic Card mit dem schwarzen Rahmen, eine Illusions mit Refractor, eine normale Fußballkarte, auch mit dem schwarzen Style, um eine farbige Parallel außenrum. Hier die Argentinien Teamset Karten, die diese Chrome Optik haben. Und ich finde bei allen Kartenarten kommt dieser schwarze Rahmen, der das Ganze einfasst nochmal raus. Und ich glaube, das ist das, was mir so gut gefällt. Das Chrome-Label oben, das ist ja bei vielen Firmen so, auch wenn es hier schön schlicht ist. Aber was es mir am besten hier gefällt, ist dieser schwarze Rahmen, der die Karte nochmal mehr raushebt. Ist meine Meinung. Ich finde es geil. Ich freue mich über die Grades. Ich sage danke fürs Reingucken und ja, haut mal in die Tasten. Sollen wir da mal was anleiern für ein kleines Giveaway? Wie gefällt es euch? Und vor allem, würdet ihr was hinschicken? Habt ihr schon was hingeschickt? Lasst es mich wissen. Peace.